Im einfachsten Szenario meldet sich ein registrierter Nutzer im SIMI-Portal an und lädt ein Dokument zum Signieren hoch. Zur Absicherung der Signatur wird eine TAN versendet, die im Portal einzugeben ist. Anschließend kann der Nutzer das signierte Dokument herunterladen und an seine Vertragspartner versenden. Die SIMI-Lösung kann in Workflow-Systeme eingebunden werden, die von unseren Partnern angeboten oder von großen Kunden selber erstellt werden. Damit wird die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Organisationen und Personen vereinfacht. Der Austausch der Dokumente und das Unterschreiben auch durch mehrere Parteien erfolgt ausschließlich über diese Workflows. Ganz einfach. SIMI funktioniert auch außerhalb von Öffnungs- und Bürozeiten. Die Lösung integriert sich komfortabel in bestehende Infrastrukturen und Workflows. Durch die Nutzung von SIMI erhalten Unternehmen ein einfaches Verfahren mit hoher Nutzerfreundlichkeit, 100% papierlos. SIMI bietet einen einzigartigen Rund-um-die-Uhr-Service und die online signierten Dokumente können sofort von Systemen weiterverarbeitet werden. Fernausgelöste Signaturen können überall erstellt werden und benötigen keine zusätzlichen Geräte, wie zum Beispiel Kartenleser. Für den wird der Vertragsabschluss wesentlich angenehmer und schneller. Beispiel Handyvertrag. In der Vergangenheit mussten Verträge ausgedruckt, per Briefpost versendet und womöglich ein Postidentifikationsverfahren durchlaufen werden. Genau diese Probleme löst SIMI durch fernausgelöste, qualifizierte elektronische Signaturen. Denn nun muss nur noch eine digitale Unterschrift erfolgen und lästige Papierarbeit und zeitaufwendiger Versand entfallen. Die Identifikation erfolgt nun einmalig bei der SIMI-Registrierung. Bereits heute ist SIMI in den Workflow-Systemen mehrerer Partner integriert. Damit können Nutzer dieser Cloud-Services ihre Dokumente sowohl auf dem Desktop-Rechner als auch im Webbrowser und auf mobilen Endgeräten direkt rechtskräftig unterschreiben. Diese Lösungen bieten für viele Anwendungen das passende Werkzeug, um die digitale Signatur mit SIMI einfach in bestehende Unternehmensabläufe zu verankern. Bereits eingesetzt wird SIMI dort, wo eine besondere Zeitersparnis durch den durchweg digitalen Ablauf erreicht werden kann. Beispielsweise bei der Kreditvergabe können so mehrere Tage an Postweg eingespart werden. Das lohnt sich für alle Beteiligten. In der EU-Verordnung eIDAS werden drei verschiedene Signaturniveaus unterschieden. Die einfache Signatur, die fortgeschrittene Signatur und die qualifizierte Signatur. Mit der einfachen Signatur wird Dokumentenintegrität, also die Unversehrtheit von Dokumenten, sichergestellt. Ein höheres Maß an Verbindlichkeit hat hingegen die fortgeschrittene Signatur. Sie kommt beispielsweise bei der Bestellung von Büromaterial zum Einsatz. Die qualifizierte Signatur bietet höchste Sicherheit und Rechtsverbindlichkeit. In der Praxis bedeutet dies, mit qualifizierten elektronischen Signaturen unterschriebene Dokumente, wie zum Beispiel Verträge, sind in ihrer Rechtswirkung der per Hand getätigten Unterschrift gleichgestellt.